Gestern in Medieval Dynasty. Ich hätte ganz gerne, Tatsache, einen Jäger. Einen Jäger und einen Holzfäller. Holzschuppen placen. So. Oh, ist die schön. Wie sieht das Ding aus? Sieht gut aus. Sieht Tatsache nach einer Jagdhütte aus. Wäre wahrscheinlich cleverer gewesen, den Scheiß direkt im Wald zu placen, aber ja gut. Hallo und herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, zu einer wunderbaren neuen gepflegten Runde Let's Play mit Diable Dynasty. Oh yeah, es ist wieder soweit. Wir haben Hunger, wir haben Durst und wir haben alles, was wir aktuell am Gebäuden bauen können, Tatsache auch schon gebaut. Also in der Verwaltung steht, wir haben Gebäude 5 von 5. Das heißt, wir können aktuell nichts mehr bauen, Leute. Meine Idee wäre jetzt, dass wir Steine einsammeln, gucken, dass wir unterwegs Wasser finden, ganz dringend. Und Nahrung, ne? Nahrung ist ganz, ganz wichtig. Pflanzen können wir einsammeln. Ich würde aber ganz gerne, Tatsache, einmal direkt hier übers Feld latschen. GG. Wir schauen mal gerade, was wir dabei haben. Und dann müssen wir ja noch mit den Leuten quatschen. Also, wir haben Holzspeere. Ich würde fast sagen, die nehmen wir mit. 2, 3, 4, 5. 5 Holzspeere. Stapel, rüber. Stapel, Stapel, Stapel haben wir. Okay, das heißt, wir haben unsere Holzspeere dabei. Eisenaxt lassen wir hier. Die Holzhacke lassen wir hier. Den Holzhammer auch. Die Schaufel auch. Federn nehmen wir mit. Die können wir verkaufen. Pelze nehmen wir mit. Stöcker nehmen wir mit. Stroh lassen wir hier. Du bist schmutzig. Okay, das heißt, wir müssen einmal eiskalt auch nochmal baden. Münzen 328, die kommen natürlich mit. Stroh wird transferiert. Das heißt doch mal ab. Husch, husch ins Wasser. Es regnet halt des Todes, ne? Eigentlich müsste es doch fast reichen. Nebenbei Steine einsammeln. Und Stöcker einsammeln. Wir craften unterwegs wieder Jagdmesser. Diese kleinen Steinmesser, diese verkaufen wir einfach, um an Taler zu kommen. Weil mit ein bisschen Glück finden wir einen Händler, der für uns ein paar Tragetaschen oder sowas bereithält. Das wäre optimal, Leute. Hier sind noch sau viele Steine. Und Gänseblümchen nehmen wir halt auch mit. Stein, Stein, Stein. Vor allem ist das geil, dass wir jetzt hier schon wieder looten können ohne Ende. Gänseblümchen mitnehmen, Stein. Ist aber geil, dass das Wetter auch so umspringen kann. I like, I like. Hab nur den Eindruck, dass ich dadurch ein bisschen lauter quatschen muss, weil ihr mich sonst schlechter versteht. OBS hat auf jeden Fall richtig Bock. So, wir sind überladen. Das heißt, wir craften. Handarbeit. Jawohl, dann machen wir 10 Knives fertig. In der Hoffnung, dass wir uns dann wieder faster fortbewegen können. Okay. Was haben wir an Nahrung hier? Gänseblümchen. Gesundheit. 75% niedriger. Oh, Herstellung. Niedriger Wasserverbrauch. Das ist natürlich gar nicht so doof. Handwerkliches Können. Bei Nutzung der Arbeitsplätze in der Werkstatt und in der Schmiede. Okay. Nähexperte, Kochexperte, Baubesessenheit. Das wäre natürlich geil. Können wir aber noch nicht machen. Ja, dann, ja, Upgrade. Jo, handwerkliches Können. Maximum gelevelt. Geil.
So, wo waren diese Sträucher? Ich hatte hier... Ah, da. Beeren. Mal einsammeln und gucken, ob wir die essen können. Ey, die sehen reif aus. Eine Beere wird im Sommer von Beerensträuchern geerntet, kann gegessen, in der Saftpresse, bla bla bla. Plus 0,5 Nahrung. Na, immerhin. Na, immerhin. Ja, dann Beeren sammeln erstmal. Erstmal komplett die Büsche leer looten, Alter. Zweige mitnehmen. Beeren. Ja, dann essen wir gleich erstmal diese Beeren, Leute. Easy. Nicht, dass wir hier noch verhungern. Oh, es wird so flotten Otto geben, wenn wir die ganzen Beeren aufgefressen haben. Oh ja. Oh yeah, baby. Ey, das lohnt sich aber komplett, ne? Noch mehr Beeren. Ist heute ein bisschen stürmisch. Wir verlieren Leben. Neues Level, Überleben. Wie geil ist das denn? Beeren. Gut, Inventory. Auf jeden Fall jetzt Beeren essen. Okay, wir heilen uns Stück für Stück hoch. Nahrungstechnisch sind wir auch dabei. Alter, was für Verschwendung. Okay. Aber jetzt sind wir erstmal besser gerüstet und müssen nicht die Gefahr laufen, unterwegs hier abzukacken. Das wäre böse. Ach so, und wir haben Fertigkeiten weiter erlernt. Unempfindlich, bessere Temperaturtoleranz, starke Leber, Giftresistenz wäre das, Überlebenssinn. Ja, bitte. Überlebenssinn. Stark wie eine Eiche, 10% mehr Gesundheit. Jetzt können wir... Ach was. Das ist ja geil. Jetzt können wir sozusagen mit unserer Sicht sehen, wo Steine liegen, wo Stöcker liegen, Zweige. Voll gut. Das ist optimal, Leute. Wir brauchen Steine. Und wir haben Material. Wir könnten jagen, Leute. Ausrüsten auf der 1. Erwischt. Erwischt. Geil. Nehmen. Häuten. Weil jagen müssen wir ohnehin viel. Saftig. So, nächste Kanickel. Boah, ist das laut. Wir gehen mal gerade in die Option Einstellungen. Audio bitte. Ja, ist besser. Ist sogar viel besser, Leute. So, wir brauchen Steine, Leute. Hier sind welche. Stein. 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 Hier liegen auch Steine rum. Stein, 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 Stein. Ist das cool. Stein. Stock, Stein. Mehr Steine, hallo. Stein, Stein, Stein. Du trägst zu viel. Okay, dann fangen wir doch mit der Verarbeitung an. Kuh. Handwerk. Oh Leute. Handwerkarbeit. Ah, das ist voll gut. Das heißt, wir leveln die ganze Zeit. Wir haben die Küche freigeschaltet. Go!
geil. Kuh. Handwerkarbeit. So, dann crafte mir die Dinger hier. Oh yeah. Stein. Stein. Was macht eigentlich diese Pflanze? Breitwegerig. Ein Kraut wird zur Heilung verwendet und kann in der Wildnis gefunden werden. Kann verzehrt werden. Plus 2 Gesundheit. Okay, das ist also gut. Dann nehmen wir das mit, ne? Breitwegerig. Stein. 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 So, jetzt haben wir erstmal 12 Steine. Das sollte reichen. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch Stöcker ohne Ende. Das heißt, wir können uns gleich erstmal weitere Messer craften. Zweige einsammeln. Stock. 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 Tollkirsche. Stock. Tollkirschen suche ich jetzt gerade Tatsache überhaupt nicht nach. Mir geht es gerade eher darum, dass wir vernünftig Stöcker sammeln und Material dann haben, was wir verkaufen können, ne? Weil ein bisschen Geld haben ist, glaube ich, nicht verkehrt, Freunde. Oh, Stock. 25, da kriegen wir wieder 5 Knives zusammen. Kuh. Handarbeit. 5. Wir sammeln auf 30. Dann haben wir 6 Messer. Das sollte reichen. 29. 30. So, Kuh. Handarbeit. Mehr herstellen. Bestätigen wir und dann gib ihm. Okay. Fertig gecraftet. Vielleicht finden wir hier nochmal einen Oink Oink. So einen kleinen Anime-Fan, den würde ich noch mitnehmen. Vor allem jagen müssen wir ohnehin. Bären. Leute, wir sammeln Bären ein, was das Zeug hält. Weil die können wir unterwegs dann auch nochmal essen. Wenn alle Stricke reißen. Ich habe nämlich keinen Bock, dass unsere Reise endet, weil wir verhungern. Wie sieht denn das hier aus? Alter, okay. Das ist optimal, ne? Das ist so ein bisschen eine kleine Cheater-Sicht. Oder ein geschultes Auge, Ladies and Gentlemen. Oder das. Die Beeren alle einsammeln hier. Wie die am Zittern sind. Haben gesehen, dass wir hier sind und haben keinen Bock auf uns, glaube ich. Zitter, zitter, zitter. Wisst ihr, was wir dringend auch noch dann brauchen? Im Frühjahr? Dünger. Wir haben nämlich keinen Dünger mehr. Wir haben alles, was wir an Dünger hatten, instant verbraucht. Okay, diese Sträucher hier, diese Beeren einsammeln, das ergibt schon Sinn, Freunde. Voll gut. Und wir sind schon wieder minimal überladen. Ich denke, wir werden uns erstmal vollfuttern mit diesen Beeren. Wir haben echt Arschspiele. Einmal bitte vollmampfen. Ich spam gerade F. F gedrückt halten funktioniert leider nicht. Das wäre zu geil. Wieder am Schmatzen ist der Sack. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht.
Okay. Wir haben uns einmal vollgefuttert. Optimal. Beeren. Hier sind noch 3 Sträucher. Hier ist noch einer, den haben wir übersehen. Ey, das ist doch voll geil mit der Sicht. Und da hinten sind noch mehr. Ich glaube, wir verhungern erstmal nicht. Erledige ein paar Aufgaben für deine Nachbarn. Die Zuneigung einer Frau gewinnen. Das wird, glaube ich, unsere größte Sorge. Lol. Da kippt das Handy erstmal vor Freude um. Das wird, glaube ich, unsere größte Sorge. Wie schaffen wir das? Also hier in-game. In real life? Easy. Aber... wie schaffen wir das hier in-game? Bei so einem Kackwetter. Wir werden gleich erstmal gucken, was wir verkaufen können. Und ich hoffe einfach, dass wir irgendwo einen geilen Rucksack oder sowas finden. Oder eine Tragetasche, irgendwas. Eine Gürteltasche. Oder. Lauf, Forrest. Lauf. Wie weit sind wir denn vom nächsten Dorf weg, Alter? Ah, wir sind gleich da. Okay. Ich hatte gerade ein bisschen die Befürchtung, dass es länger dauern wird. So original. Da sehen wir es. Da ist das Dorf. Und da gibt es ein paar Dudes, mit denen wir ein bisschen quatschen sollen. Aber das ist kein Problem. Das kriegen wir hin. Beeren haben wir. Ey, da könnte man bestimmt auch welche verkaufen von. Weil wir sind eh wieder krass überladen. Mal gucken, was wir damit machen. So, ich laufe hier mit Speer durch die Gegend. Und so weiter und so fort. Okay, hier sind sogar ein paar Damen. Hallo da. Guten Tag, Fremder. Ich habe dieses Tal jetzt schon eine ganze Weile durchwandert, aber ich suche noch immer nach dem richtigen Ort, an dem ich mich niederlassen könnte. Was kann ich für dich tun? Unterhalten. Worin bist du besonders begabt? Feldarbeit. Okay, sie ist in Feldarbeit gut. See you soon. Leo. Ehefrau. Die richtige Frau zu finden ist der erste Schritt, um das Fortbestehen deiner Dynastie zu sichern. Deine Liebste wird sicherlich bei dir einziehen und kann verschiedene Aufgaben für dich übernehmen. Eines Tages wird sie dir dann einen Erben schenken. Aber in der Liebe ist ja bekanntlich nichts jemals so einfach. Als erstes musst du natürlich ihr Herz gewinnen. Scheiße. Leopolda. Alter 29. Guten Tag, Fremder. Ja, ich würde gerne wissen. Ach so, wir müssen ja auch noch einen Ruf aufbauen. Axt und Spitzhacke. Kannst du gut umgehen? Okay. Goodbye. Gerda. 25. Guten Tag, bla bla bla, das kennen wir. Unterhalten. Harte Arbeit. Ich kann sogar mit bloßen Händen arbeiten. Okay, im Jagen ist sie wohl kacke. Goodbye. Goodbye. So, Leute. Wir suchen jetzt erstmal... Ah, mit ihr hier müssen wir eh reden. Guten Tag, du musst Droboniga sein, richtig? Schön, dich zu treffen. Ich bin Rakimir. Hallo, was kann ich für dich tun? Genau, bla bla bla, andersrum vorgelesen, hätte es mehr Sinn ergeben. Das ist richtig, es ist auch schön, dich kennenzulernen, Rakimir. Was bringt dich zu mir? Unighost. Meinte, du könntest mir vielleicht etwas zu essen machen. Ich hatte seit Wochen nichts Anständiges. Nun, das hängt davon ab, was du dir unter Anständiges
vorstellst, aber ich kann dir etwas anbieten, das warm ist und satt macht. Das klingt mir als großartig. Wir haben einen Haferbrei bekommen. Hier, bitteschön. Nun bist du an der Reihe, mir etwas über dich zu erzählen. Woher kennst du meinen Mann? Es gibt eigentlich nicht viel zu erzählen. Ich bin auf der Suche nach meinem Onkel Jordan hier ins Tal gekommen. Hätte nicht erwartet, dass die Suche so schnell vorüber sein würde, wenn ich ehrlich bin. Ach ja, er war Unigos Freund. Jetzt erinnere ich mich, gehört zu haben, dass er genau solche Augen hatte wie du. Mein Beileid. Das macht nichts, ich erinnere mich ja selbst nicht an ihn. Das meiste, was ich über ihn weiß, stammt aus den Geschichten meiner Mutter über ihn. Sie hat immer zu ihrem großen Bruder aufgesehen, liebte ihn wahnsinnig, selbst als er aufhörte, uns zu besuchen. Das ging vielen Leuten so, wie ich gehört habe. Etwas an ihm muss wirklich besonders gewesen sein. Scheint so. Gewaltige Fußstapfen, was? Die einzigen Fußstapfen, über die du dir Gedanken machen solltest, sind deine eigenen, Kleiner. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Danke, dass du das sagst. Ich glaube, das habe ich jetzt gebraucht. Aber reden wir nicht länger nur von mir. Was ist deine Geschichte? Ich gehörte zu einer Gruppe fahrender Spielleute. Dabei habe ich nie wirklich gelernt, ein Instrument zu spielen, aber mein Gesang war recht passabel. Unsere Reisen brachten uns in das Tal, das war nicht lange nach dem Tod deines Onkels. Ich erinnere mich noch daran, als ich Unighost das erste Mal sah. Da war so viel Trauer in seinen Augen. Jordan war nicht nur ein Freund von ihm, er war ein Teil von ihm. Die Truppe zog ein paar Tage später weiter, ich blieb. Unighost hatte einfach etwas an sich, das mir das Gefühl gab, dass mein Platz an seiner Seite ist. Du hast den Altersunterschied sicher bemerkt. Nein, eigentlich nicht. Was? Willst du damit etwa andeuten, dass ich alt aussehe? Niemals. Also, es scheint, als wärst du der Liebe wegen ihm, wegen hier geblieben. Das ist ziemlich erstaunlich. Sicher, so kann man es nennen. Oder Blindheit, oder Dummheit. Schlechtes Urteilsvermögen vielleicht. Ganz wie du möchtest. Du kannst versuchen, es zu überspielen, so wie du willst, aber du hast dich Hals über Kopf in den Großvater mit den traurigen Augen verliebt und du weißt es. Das habe ich. Er fällt mir manchmal auf die Nerven wie niemand sonst und trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, ohne ihn auch nur zu atmen. Aber lass mich jetzt bloß nicht sentimental werden, du hast doch sicher noch andere Dinge zu tun. Es war mir ein ehrliches Vergnügen, mich mit dir zu unterhalten, Drubuniga. Hier, nimm das. Ich weiß, es ist nicht viel, aber es hilft sicher, wenn man versucht, sich ein neues Leben aufzubauen. Aber alles kostet heutzutage Münzen. True. Das ist wirklich nett, aber ich will nicht auf wohltätige Geschenke angewiesen sein. Ich komme schon zurecht. Ach komm schon, versuch doch nicht ein Held zu sein. Männer. Also gut, dann erledige etwas für mich. So wäre es dann keine milde Gabe, sondern deine erste Bezahlung. Damit bin ich einverstanden. Was kann ich für dich tun? Hier im Dorf gibt es eine Bäuerin. Sie heißt Jarugniva. Normalerweise liefert sie Roggen für die Schenke. Aber ich habe schon eine Weile nichts mehr von ihr bekommen. Meine Vorräte sind beinahe aufgebraucht und du willst dir nicht vorstellen, was passiert, wenn wir plötzlich kein Bier mehr haben. Ist so gut wie erledigt. Und da wir gerade vom Bier reden, Unighost wollte, Entschuldigung, dass ich ein paar Flaschen für uns hole. Zwei Hafer-Ale haben wir bekommen. Ja, natürlich hat er das. Hier hast du sie. Großartig, vielen Dank. Er hat mir versprochen, mir ein paar Geschichten über Jordan zu erzählen. Ah, ich verstehe. Na, wenn das so ist, ha, besten Dank. Gut, wir haben unsere Reputation gesteigert. Geil. It's nice to meet you. It's nice to meet you. Okay. Ah, so wie mir. Hello. Mit dem können wir handeln. Wir waren ja fleißig. 20 Knives, Alter.
verkaufen. FE 400 Gold. Nice. Das hat sich gelohnt, Leute. Hier, die Federn können wir auch gleich direkt verkaufen. F, E, F. Pelze, F, E, F. Geil. Den Haferbrei. 20 Nahrung plus 5 Wasser. Das müssen wir uns merken, Leute. Wir haben jetzt 881 Gold. Leb wohl. Eine Händlerin. Apfel, Apfelbrei. Oh, Birntart. Fischfilet. Alter, die hat ja richtig geiles Zeug. Gesalztes Fischfilet. Getrocknetes Fischfilet. Haferbrei, Haferbrötchen, Karotte, Kirschen. Aber nichts, was ich suche. Wir brauchen einen Schneider. Hopfen. Eine Getreidesorte wird im Herbst geerntet. Dient der Herstellung von verschiedenen alkoholischen Getränken im Braukessel des Wirtshauses. Aha. Ende? See you soon. Ist das? Nö. Okay, aber hier können wir nichts machen. Scheiße, Mann. Albin? Ich würde fast sagen, Gerda. Gerada. Wir unterhalten uns nochmal mit ihr. Worin war sie besonders begabt? Es ist leicht für mich, das Vertrauen anderer zu gewinnen. Freundinnen. Okay, was beschäftigt dich? Erst wirst du geboren. Dann wirst du erwachsen und lernst zu arbeiten. Du erntest die Felder und jagst das Wild. Die Ernte reift heran, die Tiere vermehren sich. Und wenn die Zeit gekommen ist, nimmt ein Erbe deinen Platz ein. Das ist der Kreislauf des Lebens hier. Hat sie recht. Romantik. Du bist mir aufgefallen, darf ich dich etwas fragen? Hast du Brüder oder Schwestern? Viele von beiden. Das fragt man natürlich, wenn man eine Tussi angreift. Leute, egal. Viele von beiden, aber es gibt keine Blutsverwandtschaft zwischen uns. Wir sind nur ein Haufen ungewollter Kinder vereint mit dem Versuch, in dieser ungerechten Welt zu überleben. Was ist dein größter Traum? Als Kind, ja, machen wir. Ich habe keine großen Träume. Man könnte sagen, ich habe überhaupt keine Träume. Denn ich habe lieber Ziele, die ich tatsächlich erreichen kann, als Träume, die ich mir nur wünsche. Mein oberstes Ziel ist es, so fleißig zu arbeiten, wie ich kann, um mir das schönste Leben aufbauen. Okay. Hast du eine Lieblingsfarbe? Zuneigung plus 5. Ich bin mir nicht sicher. Blau, denke ich. Es ist im Himmel über uns und im Wasser unter uns. Es wirkt friedlich, beruhigend. Okay. Ich habe eine Kleinigkeit für dich. Wir haben noch hier diese Decke gefunden. Ah! Plus 10. Es wird im Winter von unschätzbarem Wert sein. Vielen Dank. Gerne. Okay. Du solltest dorthin gehen. Baranika. Dort gibt es jemanden, der unsere Hilfe braucht. Okay, ich bin gerade dabei, eine neue Siedlung aufzubauen. Bla blub. Goodbye. Goodbye. Okay, wir haben das Herz dieser Frau, naja, nicht erobert. Aber wir machen uns gerade auf den Weg dorthin, diese zu erobern. Ist auch nicht schlecht. Ich suche nach einem speziellen Händler. Aber hier gibt es diesen speziellen Händler nicht. Ein Schneider. Um genau zu sein. Ich sehe halt null. Aha. Einmal hier lang. Nö, das ist falsch. Sollen wir hier einfach rein oder was? Ja. Unighost. Rakimir.
Tag Unighost, du stehst vor dem stolzesten neuen Hausbesitzer im ganzen Tal. Und ich bin hier mit Bier. Wirklich gute Arbeit, in Ordnung. Erlaube mir, meine Kehle mit diesem goldenen Gerstensaft zu benetzen und in Erinnerung an die alte Zeit wachrufen zu lassen. Mann, lesen kann er. Kappa. Ich kannte Jordan, 22 Jahre lang, bevor er starb. Er war mein bester und treuster Freund. Eigentlich mehr ein Bruder. Ich erinnere mich an den Tag, an dem wir uns begegnet sind, als wäre es gestern gewesen. Ich war damals 25 Jahre alt und lebte im großen Jemberg, wo ich auch geboren worden war. Man könnte sagen, dass ich diesen Ort hasste, aber er war das einzige Zuhause, das ich je gekannt hatte. Vielleicht erzähle ich dir irgendwann mehr darüber. Jedenfalls musste ich für mich selbst sorgen. Und das tat ich. Auf die einzige Art und Weise, die ich gelernt hatte. Stehlen. Du warst ein Dieb? Das war ich. Und ein verdammt guter, wenn ich das mal so sagen darf. Mit Taschendiebstahl habe ich mir mein Brot verdient. Ich hätte ein saftiges Stück Fleisch direkt von deiner Gabel stehlen können und du hättest es nicht bemerkt. Dabei war es nicht Habgier, die mich trieb. Ich wollte nur überleben. Allerdings würde ich lügen, wenn ich behaupten würde, dass mir die Tätigkeit an sich nicht auch eine gewisse Freude bereitete. Stehlen bleibt ein Verbrechen, ganz egal, warum man es tut. Ich würde sagen, du wartest jetzt besser ab und hörst, was ich noch zu erzählen habe, bevor du dich so aufblusterst. Tut mir leid, erzähl weiter. In Jemberg gab es jedes Jahr ein großes Volksfest. Es lockte immer viele auswärtige Besucher an. Du kannst dir sicher vorstellen, was das für jemanden in meinem Gewerbe bedeutete. Innerhalb von ein paar Minuten konnte ich zusammenbekommen, was sonst ein Tagesverdienst gewesen wäre. Ich schnappte mir ein paar Münzen hier und da, etwas Schmuck, ein paar neue Stiefel und dann sah ich diesen adligen Kerl, der einen dicken Geldbeutel an seinem Gürtel gebunden hatte. Ein Geldbeutel, der förmlich danach schrie, von mir befreit zu werden. Ich schlich mich durch die Menge, bis ich genau hinter ihm stand. So hatte ich es tausendmal gemacht, Kinderspiel. Ich fasste nach dem Beutel, ganz sanft und vorsichtig, ein paar kleine Bewegungen aus dem Handgelenk und schon hatte ich ihn in der Hand. Alter, ich dachte, die Alter, egal, lass mal das. Nun musste ich mich nur noch umdrehen und verschwinden, wie immer. Und dann, BÄM! Was ist passiert? Ich wurde so fest ins Gesicht geschlagen, dass ich dachte, mich hätte ein Bulle überrannt. Er traf mich so unvorbereitet, dass ich erst wusste, wie mir geschieht, als ich schon auf dem Boden lag. Mein Kopf pochte wie wild, ich konnte kaum geradeaus schauen, aber weißt du, was das nächste war, was ich sah? Eine Faust, die zum nächsten Schlag ausholt? Ha, nein, ein Lächeln, ein riesiges, strahlendes Lächeln im Gesicht eines Mannes mit zwei verschiedenfarbigen Augen. Das war dein Onkel Jordan. Der Kerl, den ich für einen Adligen gehalten hatte, erreichte mir seine Hand, half mir auf die Füße und lud mich zu einem Bier ein. Einfach so? Einfach so. Das verstehe ich nicht. So war Jordan einfach. Weißt du, dein Onkel war gefährlich schlau, bei weitem der klügste Mann, der mir je begegnet ist. Er durchschaute die Welt wie niemand sonst. Konnte Ereignisse vorhersagen. Er war allen anderen immer mindestens ein Dutzend Schritte voraus. Deshalb, es war so selten, dass ihn jemand überraschen konnte. Das weckte seine Neugierde. Und er hat nicht erwartet, dass du... Ganz genau. Scheinbar war ich, obwohl ich es am Ende ja nicht geschafft habe, doch derjenige, der bei dem Versuch, ihn zu bestehen, dem Erfolg am nächsten gekommen ist. Und das gefiel ihm. Also hast du seine Einladung angenommen, nehme ich an. Ich hatte nicht wirklich eine Wahl, oder? In dem Moment hatte ich eine Heidenangst vor diesem Kerl. Also zogen wir los.
Er nahm mich in die teuerste und am vollsten besetzte Schenke der ganzen Stadt mit. Bedenke, das war während des Volksfestes. Überhaupt erst hineinzukommen war fast unmöglich. Ihm schien das allerdings egal zu sein. In Sekundenschnelle hatten wir einen Tisch und gleich zwei Mädchen bedienten uns. Es war unmöglich. Für mich gab es nur eine Erklärung. Der Laden gehörte ihm. Und war das so? Absolut nicht. Er war zum ersten Mal in Jemberg. Es fühlte sich alles wie im Traum an, wenn ich ehrlich bin. Nach dem Schlag war ich ja auch immer noch etwas benebelt. Ich war sicher, dass er ein Adliger sein muss. Seine Manieren, seine Kleidung, die ganze Art, wie er redete und sich bewegte. Und dann hatte er einen gewaltigen Zug drauf, leerte sein Bier, als wäre es nichts, wischte sich mit dem Ärmel über den Mund und rülpste wie ein Elch. Okay. Er wurde von einem hohen Herrn zu einem kompletten Rohling. Einfach so. Schlipste. Und da schlipste er mit den Fingern. Okay, alles da. Ich habe mich tausendmal an diesen Moment zurückerinnert. Bevor mir klar wurde, warum er das getan hat. Es war kein Fehler. Oh nein. Es war auch keine Faulheit. Kein Moment der Schwäche. Er wollte, dass ich es sehe. Er wollte, dass ich verstehe. Dass du was verstehst? Dass er ein absoluter Schwindler war. Du musst verstehen, Rakimir, dass es jemanden wie deinem Onkel nur einmal gibt. Er führte seine Waffe wie kein anderer. Und diese Waffe war sein Selbstvertrauen. Was soll das überhaupt bedeuten? Stell dir vor, stell dir eine fest verschlossene Tür vor. Mit bewaffneten Wachen davor. Und du willst, was dahinter ist. Was für Möglichkeiten hast du? Gewalt, Bestechung, versuchen das Schloss zu knacken. Jordan dagegen. Er hätte einfach... kleinen Moment. Er hätte einfach den Kopf hochgehalten, wäre hineinspaziert und hätte verlangt, dass die Tür ohne Umschweife geöffnet wird. Ich muss mal was trinken, durch das viele Lesen. Du hattest recht, das alles klingt unwirklich. Ich wusste nichts davon. Die Geschichten, die meine Mutter über meinen Onkel erzählt hat, waren ganz andere. Weil sie, fürchte ich, einen ganz anderen Jordan kannte als ich. Als jeder in der Meute. Warte, die Meute? Oh, mein lieber Rakimir, es gibt so viel, was du noch nicht weißt. Unsere Geschichte hat gerade erst begonnen, aber es wird langsam spät. Komm schon, du kannst mich jetzt nicht auf die Folter spannen. Also gut, ich werde dir ein kleines bisschen mehr erzählen. Nach dem ersten Bier hatten wir ein paar mehr. Etwas Met war auch dabei, wenn ich mich recht erinnere. Wir unterhielten uns über unsere Vergangenheit, unsere Träume, Überzeugungen. Wir fingen an, ein paar betrunkene und wahnwitzige Pläne zu schmieden. Steht da wirklich? Ich dachte, das wäre alles nur Spaß, wenn ich ehrlich bin. Das nächste, an das ich mich erinnere, ist, dass ich in Seidenkissen aufwachte. Ich nehme stark an, dass sie dir nicht gehörten, oder? Machst du Witze? Das war das erste Mal, dass ich einen solchen Stoff überhaupt auch nur berührt habe. Die Decke des Raums war so hoch, dass ein Riese hineingepasst hätte, ohne sich bücken zu müssen. Ich dachte, ich träume. Dann kamen Bedienstete zur Tür herein. Ich war bereit zur Flucht, aber anstatt mich anzugreifen, präsentierten sie mir das Frühstück. Wirklich? Aber wie ist das möglich? Jordan hatte alles eingefädelt. Ich habe nie herausgefunden, wie er das angestellt hat. Jedes Mal, wenn ich danach fragte, hat er angefangen zu lachen. Selbst Jahre später. Ich brauche wohl nicht mehr zu sagen, dass ich Jeleberg an diesem Tag mit ihm zusammen verließ. Das war das erste Mal, dass ich die schützenden Mauern dieser Stadt hinter mir ließ. Und ich kam nie zurück. An diesem Tag wurde die Meute geboren. Und 3 Jahre später waren wir zu fünft. Eine Familie. Wir nannten uns Memento. Jo. Oh,
Oh, ich wünschte, ich wäre dabei gewesen. Das klingt alles so unglaublich. Ich habe noch nie solche Abenteuer erlebt und wahrscheinlich werde ich das auch nie. Immer sachte mit den jungen Pferden, mein Junge. Nicht alles daran war Spaß und Liebelei. Aber das ist eine andere Geschichte. Es ist wirklich spät geworden und du hast sicher noch einiges zu tun. Wie wäre es? Treffen wir uns morgen wieder und unterhalten uns dann weiter? So machen wir es. Danke, Unighost, für alles. Oh! Wir haben so lange gequatscht, dass wir, glaube ich, jetzt in die nächste Jahreszeit kommen. Quest aktualisiert, Unighost Geschichte. Geil! Leute, wir sind im Herbst angekommen. Das ist ja geil. Oh! Oh! Können wir die ernten? Sammeln! Jawohl! Wir können hier unsere Karotten ernten. Wie sieht's hier mit unseren Bäumen aus? Okay, Leute. Der Sommer ist ganz offenkundig vorbei. Und jetzt ist Zeit für Herbst. Aber erstmal ist Zeit für Ernten. Okay, das gibt aber saftig Karotten, Leute. Das ist ja mal total geil. Aber Leute, ich würde sagen, wir sind am Ende einer Episode angelangt. Übertriebster Cliffhanger, ich weiß. Aber, wenn es euch gefallen hat, positive Bewertung da lassen. Unbedingt Videobeschreibung abchecken, dort findet ihr den Partner Instant Gaming und natürlich den Merchandise verlinkt. Was soll ich euch sagen? Ihr kennt den Text. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage schön mit dir und noch einen wunderschönen Tag. Haut rein und ciao.